Der Österreichische Astronomische Verein freut sich, Professor Franz Kerschbaum von der Universität Wien zu Gast zu haben. Er ist Astrophysiker und Spezialist für Sternentwicklung, Weltrauminstrumente und Geschichte der Astronomie. Sein heutiger Vortrag beginnt mit Keplers Vermutung vor 400 Jahren, dass es Planeten auch um fremde Sonnen gibt. Mit 4 verschiedenen Methoden hat man bereits 5000 entdeckt. Ob es auf manchen Leben geben könnte, hat auch schon Kepler beschäftigt. Ja, und nun möchte ich also auf den heutigen Vortrag kurz eingehen. Es ist ein interessantes Zusammenspiel, denn wir hatten ja geplant, einen Vortrag von Dr. Christian Pinter im Dezember. Der muss leider entfallen wegen der Corona. Aber wir hatten einen Vortrag über die Rare-Earth-Theorie von Peter Schmutzenhofer im Juni. Und das ist schon interessant, dass jetzt die Exoplaneten, die auch heute ein Thema sind, einen so prominenten Raum einnehmen. Also die Exoplaneten, an die 5000 werden wir hören wahrscheinlich, die könnten ja theoretisch auch manche von ihnen zumindest für Leben geeignet sein. Und dann gibt es eben die gegenteilige Theorie, dass die Erde möglicherweise der einzige belebte Planet ist, eben diese Rare-Earth-Theorie. Das wollte ich noch am Anfang dazu sagen. Ich freue mich schon auf den Vortrag vom lieben Franz Kerschbaum. Er ist nicht nur Stellarphysiker oder Weltraumteleskopmanager und Historiker, alles Mögliche vereinigt er in seinen Gaben. Zum Beispiel macht er auch wunderbare Fotos, aber nicht nur vom Himmel, sondern auch von Blumen und so weiter. Wer sich ein bisschen auf Facebook umschaut, wird da vieles Schöne entdecken. Und herzlich willkommen, lieber Franz, und bitte um deinen Vortrag zu beginnen. Dankeschön für die freundlichen Worte und ich freue mich wirklich ganz, ganz besonders, so viele Leute hier zu treffen. Die Einleitung hat sich schon angedeutet, es geht heute ein bisschen um einen Bogen im Thema. Es ist einerseits ein bisschen eine geschichtliche Annäherung, natürlich eine Behandlung des Themas von der modernen Astrophysik her. Ich werde jetzt einmal einen Bildschirm freigeben, damit wir dann auch die Folien sehen, die ich vorbereitet habe. Ich hoffe, den sieht man jetzt dann schon. Ja, passt. Genau, wunderbar. Und da sieht man schon diesen Bogen. Also ich habe in der Mitte so eine Reihe von Exoplaneten, aber vielleicht auch Planeten unseres Sonnensystems, da relativ wild gemischt, angeordnet. Und auf den anderen beiden Ecken sieht man so den Kepler und unten ein Weltraumteleskop, das zufällig auch Kepler heißt. Also mein Vortrag wird ein bisschen am Bogen spannen und ich habe ganz bewusst den Johannes beim Titel, Johannes Kepler und die Suche nach der zweiten Erde, den Johannes eingeklammert, weil es ja auch um Kepler geht, dieses Weltraumteleskop und auch ein bisschen über andere. Wenn wir jetzt von dem Thema Suche nach der zweiten Erde sprechen, dann schwingt ein bisschen Science Fiction mit. Dann schwingt mit eine ganz alte Faszination, etwas, was die Menschen ja lange Zeit schon bewegt. Und ich habe da ein Beispiel gebracht aus dem 19. Jahrhundert, als genaue Fernrohrbeobachtungen des Mars dazu geführt haben, dass die Leute spekuliert haben, dass es da oben erstens mal Jahreszeiten gibt, da haben sie recht gehabt, dass es da Siedlungen gibt, Verkehrswege, Landwirtschaft gibt. Das hat sich dann natürlich nicht bewahrheitet, da wissen wir heute mehr. Aber das hat damals nicht nur die seriöse Forschung beflügelt, es wurden dafür extra Teleskope gebaut, große Beobachtungskampagnen durchgeführt, sondern es hat natürlich auch die Literatur beflügelt. Ich meine, da haben sich dann Leute beschäftigt, Jules Verne brauche ich gar nicht erwähnen. Das ist bis ins 20. Jahrhundert reingegangen, mit H.G. Wells, Krieg der Welten, überall schwingt so mit, der Mars, ist er bewohnt, ist er nicht bewohnt, könnte das für uns auch etwas Gefährliches bedeuten. Also das ist ein Thema, das die Leute sowohl von der wissenschaftlichen Seite als auch von der populären Seite fasziniert. Sind wir allein im All? Ja? Und selbst in den letzten Jahrzehnten hat es da ganz spannende Blüten gegeben. Also Sie erinnern sich vielleicht alle, ich habe so durchgeschaut, Sie sind ja alle, überblicken ja die letzten Jahrzehnte in den Nachrichten schon ein bisschen, was ich so gesehen habe. Wenn Sie sich zurückerinnern, da wurde
gab es eine Publikation in Nature, dass ein Mars-Meteorit in der Antarktis gefunden hat, unter Umständen so interpretiert werden hätte können, dass für Strukturen im Inneren, ich sage das jetzt bewusst so vorsichtig, man Leben verantwortlich machen könnte. Und das ist natürlich quer durch die Medien gegangen und von den seriösesten Medien bis zu den eher lustigeren Medien. Und ich habe da in der österreichischen Zeitungslandschaft die volle Spannweite hier repräsentiert mit der Presse, die einen seriösen Artikel von Thomas Kramer auf der Suche nach Geschwistern All mit dem Meister Yoda aus Krieg der Sterne illustriert und darunter aus täglich alles die Zeitung in den letzten Jahrzehnten, die sicher die besten Überschriften produziert hat, auch die haben das behandelt mit der Überschrift also doch Marsmännchen, ziemlich klein, 3 Milliarden Jahre alt, leider tot. Eine wunderbare Überschrift, die Situation eigentlich gar nicht so schlecht zusammengefasst hat. Also Sie sehen, das ist ein wirklich aktuelles Thema, das brennt, das interessiert die Leute. Sie haben im Sommer auch einen Vortrag in der Richtung ein bisschen gehört. Das ist ein spannendes Thema. Aber das Thema ist nicht neu. Schon Jahrtausende, kann man sagen, haben sich Denker damit beschäftigt, ob wir die einzigen vernünftigen Lebewesen auf der Erde oder darüber hinaus sind. Zum Beispiel schreibt Demokrit im 5. Jahrhundert vor Christus, einige Welten wachsen, blühen oder zerfallen, Kollisionen untereinander zerstören sie, eine Zahl von Welten ermangelt der Tiere, Pflanzen und des Wassers. Also eigentlich interessante Überlegungen oder ein bisschen später, 1. Jahrhundert vor Christus, Lucrez. So musst du wieder bekennen, dass noch andere Erden in anderen Welten bestehen, mit verschiedenen Rassen von Menschen, Sippen von Tieren. Auch, glaube ich, eine recht interessante Aussage. Schauen wir uns einen anderen Kulturkreis an, ferner Osten, chinesischer Raum. Wie unvernünftig wäre es doch anzunehmen, dass außer Himmel und Erde, die wir sehen, keine anderen Himmel und keine anderen Erden sind. Ja, auch das ein ganz offener Zugang. Und zuletzt ein Zeitgenosse von Kopernikus, Konzilstheologe, heilig gesprochener Kardinal, wird ganz kurz, wir nehmen an, kein Stern sei unbewohnt. Also direkt, da geht es nicht. Und er hat diese Aussage damals als nicht eine Geringschätzung der Erde betrachtet und des Ortes, wo er aus seiner Sicht Jesus Christus herniedergestiegen ist, sondern als ein Zeichen für die Größe und Allmacht Gottes hat er diese Aussage getätigt. Also ganz, ganz spannend, ein Thema, das uns lang bewegt. Und ich werde das Ganze jetzt ein bisschen geschichtlich angehen, aber überall die aktuellen relevanten Dinge dazu erwähnen. Und zwar möchte ich es ein bisschen um den Kepler herum aufbauen. Ich habe das im Titel ja schon angesprochen. Kepler hat nämlich zu der Fragestellung, sind wir allein im All, natürlich die Probleme nicht gelöst, aber er hat aber ganz entscheidende Beiträge geliefert. Und die werde ich so einzeln mal ein bisschen anschauen. Vorweg die Form und Dynamik der Planetenbahnen, ne, wie Ellipsen und wie sie sich bewegen. Er hat auch spekuliert über eine Zentralkraft, die von der Sonne ausgeht. Er hat sich beschäftigt, wie man Entfernungen zu den Himmelskörpern, zu den Sternen bestimmen kann. Und er hat optische Instrumente entwickelt. Auch das ist natürlich in der beobachtenden Astrophysik, und das ist meine Profession, natürlich ganz zentral wichtig. Schauen wir uns das ein bisschen an. Entfernung zu den Sternen. Und zwar, Kepler, und das wissen viele nicht, hat immer wieder mit Galilei korrespondiert und seine Briefe, die beiden ausgetauscht haben, erlauben sehr tolle Einblicke in die Art und Weise, wie er gedacht hat. Eine der Kernfragen der damaligen Zeit war nämlich, sind Sterne Sonnen? Sind die was Vergleichbares zu den Sonnen, zu unserer Sonne? Und wenn sie Sonne, eine Sonne wären, ne, dann wären es natürlich die Sterne sehr, sehr weit weg, weil sie ja so schwach im Himmel sind. Und da Kepler früh das heliozentrische Weltbild für sich angenommen hat, noch bevor er seine wichtigen Werke geschrieben hat, war er ein Kopernikaner, hat er sich überlegt, ob dieses Weltbild nicht ermöglichen würde, Entfernungen abzuschätzen. Und da zitiere ich aus dem Brief.
Nun bitte ich, da schreibt dann Galileo Galilei am 13. Oktober 1597. Nun bitte, nun möchte ich noch um eine Beobachtung von euch erbitten. Beobachtet um die Zeit des 19. Dezember die größte und kleinste Höhe des mittleren Schwanzsterns des großen Bären und um den 26. Dezember beide Höhen des Polarsterns. Den ersten Stern beobachtet auch um den 19. März und den zweiten um den 28. September. So werden wir doch miteinander den Ruhm eines bisher von niemandem versuchten, höchst bedeutsamen Problems ernten. Erstens, Sie können natürlich selbst den Versuch jetzt machen, machen Sie diese Beobachtungen. Sie werden an der Beobachtung wieder Galileo Galilei scheitern. Er hat nämlich sich überlegt, der Kepler, wenn die Erde um die Sonne kreist, dann sollte man, wenn man in diese Richtungen schaut, sich die Höhen dieser Sterne auf eine charakteristische Weise ändern durch die Fixsternparallaxe. Was Kepler komplett unterschätzt hat, ist, wie weit die Sterne wirklich entfernt sind. Das, was der da von Galilei verlangt hat, mit freiem Auge zu beobachten, ist erst knapp in Mitte des 19. Jahrhunderts dem Bessel gelungen, mit hochgenauen Fernrohren, die er gehabt hat. Also diese Parallaxe, wenn ich jetzt im Hörsaal stehen würde, würde ich es Ihnen demonstrieren mit dem sogenannten Daumenstrumpf. Wenn Sie was mit den Daumen anvisieren und einmal mit dem rechten und linken Auge drüber schauen, dann sehen Sie den Hintergrund hin und her springen. Und das ist in der Grafik auf der rechten Seite ein bisschen angedeutet. Mit dieser Methode bestimmen wir ja heute noch die Sternentfernungen. Aber freisichtig geht das eben nicht, weil die Erdbahn sehr, sehr klein gegenüber dem Abstand zu den Sternen ist. Aber ganz früh hat er die Schlüsselmethode, mit der man heute mit Hipparchus und jetzt mit Gaia die Entfernung zu den Sternen feststellen wollen, hat er eigentlich mitentwickelt und vorgeschlagen. Und er hat immer darüber nachgedacht, wie weit sind die Sterne weg? Und er hat sich, ihm war relativ früh klar, dass die Sterne Sonnen sind. Das haben auch andere vor ihm schon angenommen, zum Beispiel Cusanus und viele andere. Und das hat natürlich bedeutet, dass die Sterne sehr, sehr weit entfernt sein müssen, dass das Universum sehr, sehr groß sein muss. Und er hat in einem kleinen, schmalen Band 1606 über eine Supernova-Explosion des Stellar Nova in Beta Serpentarii geschrieben, diese Vorstellung eines unendlichen Alls mit unendlich vielen Welten, ja, mit unendlich vielen Welten, führt, ich weiß nicht, wie einen geheimen Schauder mit sich. Also er hat sie zwar erkannt, dass das Universum wahrscheinlich riesig groß ist, er hat aber sich wohler gefühlt in einem Universum, das halt aus der Sonne und aus den Planeten besteht und darüber hinaus nicht mehr vorhanden ist. Also das da darüber hinaus vielleicht doch nicht so groß ist. Also er war so wirklich an der Grenze des sich Eingestehens, was das wirklich bedeutet, wenn man da drauf kommt. Und das sehen wir in einem anderen Brief, den er dann kurz darauf an Galilei wieder geschrieben hat. Und zwar, Sie wissen alle, also 1610 herum hat ja, 1609 eigentlich, hat Galileo Galilei eine der ersten Fernrohrbeobachtungen überhaupt durchgeführt. Es waren mehrere ziemlich gleichzeitig, die das versucht haben. Galilei hat es als erstes publiziert und das war unter anderem Jupiter mit seinen Monden und er hatte dann noch den Medici benannt und so weiter. Die Geschichte will er heute nicht erzählen. Aber er hat ihn festgestellt, dass um den Planeten Jupiter Sterne kreisen, so drückt man das einmal so aus, und das dann auch als Monde erkannt. Ja? Und diese Kunde, ja, bevor die Publikation gab, dass das der Galilei da bemerkt hat, dass sich da etwas um den Jupiter herum dreht, war natürlich ein ganz starkes Argument dafür, dass nicht nur die Sonne Zentrum von Drehbewegungen sein kann oder nicht nur die Erde Zentrum von Drehbewegungen sein kann, sondern dass das eine allgemeine Eigenschaft. Und er hat in dem Brief geschrieben, wenn du Galilei entdeckt hättest, dass um einen Fixsternplaneten kreisen, hätten auf mich bereits Ketten und Kerker gewartet bei den unzähligen Welten Tronos oder noch viel eher ein Exil in jener Unendlichkeit. Für den Augenblick hast du mich aber von einer großen Angst erlöst. Ja? Er hat also Angst gehabt, das hat er zuerst nicht genau gewusst, was hat denn der da beobachtet? Drehen sie da Planeten um andere Sterne oder, und das hat er dann im Sidereus Nuncius gelesen,
Mond und den Jupiter, da war er beruhigt. Also er hat nicht gesehen, der Galileo Galilei, dass Sterne von Planeten umkreist werden. Weil dann hätte es ja bedeutet, unser Sonnensystem ist nicht einmalig, sondern es gibt ganz, ganz viele. Aber er hat sofort erkannt, wenn der Galilei beim ersten Raufschauen im Fernrohr so viel entdeckt, ja, dann geht es jetzt schnell weiter. Und er schreibt, und wenn dort bisher 4 Planeten verborgen gewesen sind, mit Planeten meint er die Monde, was sollte uns daran hindern zu glauben, dass weitere unzählige nach diesem Anfang entdeckt werden und dass der entweder diese unsere Welt selbst unendlich sei oder dass unendlich viele andere Welten existieren. Diese Welten meint er damit mit Sonnensystemen, unendlich viele andere Sonnensysteme existieren. Also ganz, ganz früh bei den ersten Fernrohrbeobachtungen wird Kepler viel mehr als Galileo Galilei, der hat sich keine großen Gedanken gemacht über diese Fragen, ganz klar, was das bedeutet. Ja? Wir stehen natürlich heute in der Situation, dass wir genau das, was er befürchtet hat, in der Schule lernen. Ja? Also ganz eine spannende Sicht und eine unglaubliche Weitsicht des Johannes Kepler. Er hat sich dann natürlich im heliozentrischen Weltbild intensiv damit auseinandergesetzt, wie sich nun die Planeten wirklich bewegen. Er hat gesehen, der kopernikanische Zugang mit Kreisbahnen, mit Epizyklen und Exzentren funktioniert nicht. Der führt zu schlechten Vorhersagen der Planetenbahnen. Nebenbei bemerkt, das war auch der Grund, warum sie das heliozentrische Weltbild anfänglich nicht durchgesetzt hat, weil es eben nicht besser war als das geozentrische. Warum soll man etwas Althergebrachtes über Bord werfen, wenn das Neue nicht besser ist? Und das war bei Kopernikus leider der Fall. Die bruttenischen Tafeln waren nicht viel besser als die alfonsinischen Tafeln und das hat eigentlich alles nicht so wirklich gut funktioniert. Und da hat eben Kepler seine entscheidenden Beiträge geliefert. Und er hat in seiner Astronomia Nova, in dem Werk von 1609, das ist das zweite, was wir im Jahr 2009 gefeiert haben mit dem Galileo Galilei im Internationalen Jahr der Astronomie, eben die Grundlage der Form des Planetensystems und auch der Dynamik des Planetensystems geliefert. Und er schreibt, bei der Annahme einer vollkommenen Kreisbahn, sind die Abstände zu lang. Mein Oval macht sie zu kurz, also so eine eiförmige Kurve. Die Wahrheit liegt in der Mitte, ganz wie wenn man die Maßbahn eine vollkommene Ellipse wäre. Aber ich habe betreffs einer Solten noch nichts näher forscht. Das denkt er sich 1604 und 1609 in der Astronomia Nova ist er sich dann vollkommen sicher und er spricht eben dann von der perfekten Ellipse in diesem kleinen Ausschnipsel, der sich da gebracht hat. Und er findet es eben an der relativ stark elliptischen Bahn des Sterns Mars, wie er auf den Frontispiz hier so schreibt, aus der Bewegung, dem Motibus Stelle Martis, ja, ex observationibus, also aus den Beobachtungen des Tycho de Brahe. Also den erwähnt er hier ganz stark und er erwähnt natürlich auch seinen Geldgeber, den Rudolf II. Er selbst ist doch recht bescheiden unten angeordnet. Was ich vielleicht zuletzt noch sagen will, er hat sich nicht nur mit der Bahn beschäftigt, sondern auch mit dem Warum. Ja, das steht auch schon im Untertitel. Astronomia Nova steht da oben und da steht drunter Physica Celestis, also die Physik des Himmels. Also dieses Wort Physik des Himmels hat man vorher nicht verwendet. Die Physik war so etwas Irdisches, die Physis. Er hat sich wirklich mit der Physik beschäftigt und drunter auf Griechisch steht noch Aetiologetos. Ursächlich begründet. Er wollte also nicht nur beschreiben, wie die Leute davor die Bahn mathematisch halt vorherbestimmen, sondern sagen, warum. Und er hat spekuliert, ob das jetzt ein Geist ist, der dem Planeten innewohnt, ob da, was immer, da hat er viel herumspekuliert. Und relativ gegen Ende ist er draufgekommen, dass er meint, die Kraft, da könnte eine Kraft von der Sonne ausgehen, so ähnlich wie der Magnetismus, der die Planeten mitreißt. Also er war der Erste, der auch diese Zentralkraft von der Sonne sich da gedacht hat. Und der Magnetismus war in der Zeit ja die einzige Fernwirkung, die irgendwie eine Realität hatte. Also da hat es ja Experimente schon gegeben. Und also er hat da wirklich weitergedacht. Welche Gesetze hat er nun jetzt zur Geometrie und Dynamik gefunden?
16.9 Astronomia Nova, natürlich die Planeten bewegen sich auf elliptischen Bahnen, hier schon angezeichnet, und die Sonne ist im gemeinsamen Brennpunkt. Er hat sich dann aber auch mit der Dynamik beschäftigt, dass also der Planet auch entlang dieser Bahn seine Geschwindigkeit ändert, und zwar mit diesem Flächengesetz. Die Verbindungslinie Planet-Sonne überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen. Das heißt, wenn der Planet ein bisschen weiter weg ist, dann muss natürlich die Fläche, damit die Fläche konstant ist, dieses Dreieck ein bisschen schlanker werden und die Geschwindigkeit geringer werden. Wenn der Planet näher am Stern ist oder an der Sonne ist, dann natürlich muss das Dreieck ein bisschen breiter werden, jetzt muss also die Geschwindigkeit höher sein. Also wir haben da erstmals auch die Dynamik drin, die sich da ganz natürlich ergibt, und da braucht man dann plötzlich keine Epizykel und Exzente. Und das Dritte liefert dann sogar noch die Dimensionen des Systems. Die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten verhalten sich wie die dritten Potenzen der großen Bahnhalbachsen. Da steckt letztlich auch schon die Newtonsche Gravitation drinnen, die er natürlich noch nicht zur Verfügung hatte, aber die man aufgrund der Planetenbahnen eben letztlich ableiten kann. Also die Keplerschen Gesetze kann man grundsätzlich aus der Newtonschen Dynamik eben ableiten. Das hat Kepler ein bisschen später, 16.9, in der Harmonische Munde dargelegt. Diese Keplerschen Gesetze in einer natürlich genaueren Form heute, wir machen das ja verbessert durch die Einsteinsche Gravitationsgefühl, gilt ja ursprünglich nur für vereinfachte, idealisierte Systeme. Also für Planetensysteme, wo die gesamte Masse in einer punktförmigen Stern situiert ist. Und solche Vereinfachungen stecken da drinnen. Heutzutage beschreiben wir das natürlich mit der Newtonschen Gravitationsphysik, die in den meisten Systemen vollkommen ausreicht. Und für Systeme mit höherer Genauigkeit oder sehr großen Massen braucht man natürlich die Einsteinsche Beschreibung der Gravitationsphysik. Aber grundsätzlich steckt in dem, was Kepler uns gezeigt hat, eigentlich alles drin, um auch Planetensysteme zu beobachten, interpretieren zu können, die nicht unsere eigenen sind, sondern die wir heute neu beobachten, Exoplanetensysteme. Was er in seiner Beschreibung nicht als Phänomen beschrieben hat, ist die Bewegung der Sonne selbst. Er hat es, wie gesagt, eben beschrieben in einem Koordinatensystem, auf das gehe ich jetzt nicht ein, wo die Sonne ruht. Ja? Wir für das Finden der Exoplaneten, und da komme ich jetzt langsam zu, brauchen aber diese Erweiterung, die aber ganz klar aus der Newtonschen Gravitationsphysik, die aus den Keplerschen Gesetzen folgt, hervorgeht. Und zwar ist es so, dass wenn ein Planet einen Stern umkreist, diese Aussage nicht ganz richtig ist. Die beiden Körper kreisen nämlich um ihren gemeinsamen Schwerpunkt. Ich bringe da gern das Beispiel, wann der Großvater mit dem Enkel sich auf die Schaukel setzt, auf so eine Wippschaukel sitzt, ja, dann ist es genau die gleiche Situation. Das leichte Enkel muss auf einem Balken sitzen, das sehr lang ist, und der Großvater muss recht nah an die Drehachse. Und wenn die beiden schaukeln, bewegen sich trotzdem beide. Ja? Und genau die gleiche Situation haben wir bei der Gravitation, dass die Gravitation auf beide wirkt und letztlich die Bewegung um den gemeinsamen Schwerpunkt erfolgt. Das heißt umgekehrt, wenn ich mir einen Stern anschaue, von dem ich nicht weiß, dass er Planeten hat, und ich bemerke, dass der Stern selbst ein bisschen herumzittert, ja, dass sich der bewegt, dann kann ich aus seiner Bewegung ableiten, dass eben ein Planet vorhanden ist. Und das ist eine der wichtigsten Methoden heute, um Exoplaneten, Planeten um andere Sterne zu finden. Ich habe das da auf der Grafik ein bisschen angezeichnet. Nehmen wir an, wir kennen die Planeten nicht, wir sehen sie gar nicht. Wir sehen im Fernrohr nur den Stern. Dann wird eben der Stern und der Planet um den gemeinsamen Schwerpunkt kreisen. Und im Laufe dieser Umlaufzeit wird der Stern manchmal ein wenig auf die Erde zukommen. Dann wird sein Licht blau verschoben sein. Manchmal geht der Stern weg von der Erde, er wird rot verschoben sein. Und eben aus diesem zyklischen Verändern des sogenannten Doppler-Effekts, dieser Verfärbung, wir beobachten das dann mit feinen Spektrallinien im Wesentlichen,
ermöglichen uns eben abzuschätzen, dass da ein Planet vorhanden ist und wir können dann in weiterer Folge sogar dessen Masse bestimmen. Solche Dinge sind aus dem Ablauf da. Wir haben ja Umlaufperioden, wir wissen, die kennen die Masse des Sterns im Allgemeinen. Wenn wir die Sterne gut kennenlernen, dann kennen wir dich aus und dann kann man letztlich die Masse auch des Planeten bestimmen. Und mit dieser Methode hat man eben im Jahr 1995 war die Publikation, den ersten Planeten gefunden, 51 Pegasi b, außerhalb unseres Sonnensystems, einen sonnenähnlichen Sternkreis. Also man hat eben zyklisch gesehen, dass sich die Geschwindigkeit relativ zur Erde verändert, in Form dieser Sinuskurve, wir sehen das im rechten unteren Feld, und konnte daraus ableiten, dass das ein Körper ist mit der unbekannten Bahnneigung, der etwa die halbe Jupitermasse hat. Also einen Gasriesenplaneten hat man der entdeckt, der diesen Stern in sehr kurzer Zeit umkreist, in 4 Tagen. Also das ist eine unglaublich enge Bahn um diesen Stern. Das war natürlich eine große Überraschung, dass man sowas überhaupt findet. Keiner hätte angenommen, dass es Gasriesenplaneten so nah an den Sternen gibt. Das hat die Leute, die sich mit Sternentstehung und Planetenentstehung beschäftigt, sehr beschäftigt in den letzten Jahren, dass sowas überhaupt möglich ist. Also mit der Radialgeschwindigkeitsmethode, so nennt man die, haben wir seit damals ganz, ganz viele Riesenplaneten gefunden, die extrem nahe um ihre Sonnen kreisen. Warum findet man die jetzt so häufig? Naja, weil man die am leichtesten findet. Man will ja Planeten entdecken, und das geht am besten, wenn sie ihren Stern besonders zum Wackeln bringen. Und dann bringt ein Planet den Stern besonders stark zum Wackeln. Wenn er nah an ihm dran ist, dann ist seine Gravitationskraft ja stark und wenn er viel Masse hat. Das heißt, wir finden selektiv Planeten, die nah an den Sternen kreisen. Und das hat eben uns, wie gesagt, die Sicht, wie Planetensysteme funktionieren, extrem verändert. Also wenn jemand, sage ich mal, in den 80er Jahren, wie ich studiert hätte, gesagt hätte, es gibt Gasriesenplaneten innerhalb der Merkurbahn, dann hätte jeder gesagt, da wären wir bei der Prüfung durchgeflogen. Ne? Da hätte es geheißen, das ist absurd, ne? Das geht gar nicht. Die protoplanetare Scheibe ist so aufgebaut, dass im Inneren natürlich die ganze Masse, vor allem die flüchtigen Elemente an den Stern gehen und nur weit draußen bleibt ein bisschen was für Riesenplaneten. Über hätte jeder gesagt. Ne? Aber da haben wir halt nachdenken müssen, wie das überhaupt ist. Also da sieht man, dass sich überraschende Entdeckungen viel verändern können. Ein kleiner Einschub, den ich ganz lustig finde, der jetzt nicht so direkt mit den Exoplaneten zu tun hat, aber der damit zu tun hat, wie wir heute in der Wissenschaft arbeiten müssen. Wir sind nämlich immer darauf angewiesen, dass die Steuerzahlerin, die Politik uns unterstützt, dass Wissenschaft in einem Jahr, in einem Land etwas wert ist, dass man nicht darüber lacht als Landeshauptmann, dass man auf die Wissenschaft vertraut, sie finanziert, investiert in Bildung und Schulen. Und das ist eine recht schöne Sache. Der Kepler hat da große Probleme gehabt, das wissen Sie vielleicht aus seinem Leben. Er hat immer darum gekämpft, Geld zu bekommen. Der Kaiser ist ihm Geld schuldig geblieben. Man hat hier, man sieht hier auf dem Frontispitz von den Tabuli Rudolfine ihrem Einsam am Tisch sitzen mit den allerletzten Münzen, die da am Tisch sitzen. Er muss da halt nachdenken über das kosmische Mysterium. Und er schreibt da an den Erzherzog von Österreich, ob der einst, dass er einfach länger braucht bei seinen Erforschungen und dass sie ihm trotzdem Geld geben müssen. Sie müssen weiter unterstützen. Was schreibt er da? Weil ihm vorgeworfen wird, dass nichts rauskommt bei seinen Forschungen, dass er die Tabuli Rudolfine nicht fertig bringt. Die sind erst 2 Jahre später erschienen. Von den Tabulis Rudolfi, euer Gnaden werden selber wissen oder von anderen Mathematizis berichtet sein, dass in Re Literaria die Tabule Astronomicae ein wohlbedächtliches Hauptwerk sein müssen und gar nicht wie ein Komedie über Nacht anzustellen oder wie ein Poema auf bloßen Einfällen bestehen oder wie ein Commentario super Aristotelem aus dem Ärmel zu schütteln sein. Ne? Er, also er,
er sagt eigentlich kurz zusammengefasst, dass seriöse Forschung einfach länger braucht als Gedichte schreiben und philosophieren. Ja? Eine wohlwollende Aussage, die also ihre Aktualität nicht eingebüßt hat. Ein kleiner Einschub. Jetzt schauen wir auf eine zweite Sache, die mit seinem heliozentrischen Weltbild und seinen Vorhersagen zu tun hat. Eine direkte Folge des heliozentrischen Weltbilds, das uns ja Kepler so erstmals so richtig gezeigt hat in der Dynamik, in der Form, ist, dass die Venus und der Merkur zwischen Erde und Sonne manchmal vorüberziehen müssen. Ist eh klar, wenn die halbwegs in einer Ebene liegen, am Anfang hat der Kollege Gersbach das ja heute eh angedeutet, die Planeten liegen großteils in der Erdbahnebene, weichen ein bisschen ab, jeder Planet ein bisschen anders, aber grundsätzlich ist es so, wenn die Konstellationen passen, wenn das alles auf einer sogenannten Knotenlinie liegt, kann es dazu kommen, dass Merkur und Venus vor der Sonne vorüberziehen. Und das wäre natürlich der prächtigste Beweis für das heliozentrische Weltbild. Und Kepler vermutet jetzt aus seinen Rechnungen, dass sowas im Jahr 1607 passiert. Aber er sagt dann letztlich, da hat er sigliert eigentlich, das war nicht beobachtet, 1629 ein Vorübergang von Merkur aus und für das Jahr 1631 von der Venus. Und genau diese Beobachtungen sind dann auch letztlich haben dazu geführt, dass man das auch beobachten konnte. Also es hat da zufällige Beobachtungen teilweise gegeben. Manche haben sich eben an die Vorhersagen von Kepler gehalten, bei manchen war das Wetter schlecht. Aber diese Beobachtungen waren eben dann ein ganz, ganz starkes Indiz dafür, dass das heliozentrische Weltbild nicht so verkehrt sein kann. 1631 hat eben dann Gassendi einen Merkur-Transit erfolgreich beobachtet. 1639 hat Jeremiah Horrocks und Crabtree einen Venus-Transit beobachtet, den Kepler zwar nicht verbal vorhergesagt hat, aber der in den Tabula Rudolfine im Prinzip vorhergesagt worden ist. Und die haben genau diese zwei Schlüsselbeobachtungen gemacht. In den Jahren, diese Venus-Transite sind sehr, sehr selten, weil da muss sich das geometrisch eben sehr viel ausgehen. Das passiert nicht jedes Mal, wenn die Venus die Erde innen überholt, sondern es müssen eben die Knotenlinien von der Erdbahn und der Venusbahn zusammenpassen. Und in den Jahren 1761 und 69 und 1874 und 82 hat man diese Venus-Transits verwendet, um die Entfernung Erde-Sonne, Erde-Venus erstens genau bestimmen zu können. Man hat es von verschiedenen Beobachtungsplätzen auf der Erde durchgeführt und man kann sich leicht vorstellen, wenn man das gleichzeitig beobachtet auf der Südhalbkugel, das hat zum Beispiel Cook gemacht, und auf der Nordhalbkugel, das hat der Maximilian Hell gemacht, dann kann man daraus die Entfernung abschätzen, weil eben die Venus an verschiedenen Plätzen über die Sonne vorüberzieht, durch die Parallaxe, die ich zuerst schon bei den Sternen kurz angesprochen habe. Und ich bin mir sicher, manche von Ihnen werden in den Jahren 2004 und 2012 die letzten Venus-Transit beobachtet haben. Ich sage es relativ mutig vorher, keiner von uns wird die nächste Chance nutzen können im Jahr 2117. Oder wir haben wirklich einen ganz jemand Jungen dabei, der sehr, sehr lang leben muss. Für uns alle war das ein ganz tolles Ereignis. Wir haben bei beiden Fällen eigentlich ein Glück gehabt in Wien. Es war beides beobachtbar. Mein Sohn hat 2004 mich abgebildet hier an der Westkuppel der Unisternwarte, wie ich die Sonne beobachte. Und der das kleine schwarze Punkt hat, das er im Fernrohr gesehen hat, hat er auch noch eingezeichnet. Und 2012 war es ja auch ganz spektakulär, weil der Venus-Transit ja schon begonnen hat, als die Sonne am Horizont hochgestiegen ist. Dann habe ich auf dem Bild da die orange Sonne am Horizont schon mit dieser kleinen Venusscheibe abgedeckt. Und das ist jetzt eben die zweite Methode, mit der man Exoplaneten finden kann, weil genau das Gleiche, dass der Planet vor seinem Stern vorüberzieht, auch bei Exoplaneten passieren kann, wenn das alles sich ausgeht mit der Bahnebene. Wenn die Bahnebene in unserer Sichtlinie liegt, dann wird natürlich der Planet vor seinem Stern vorüberziehen und den Stern ein wenig abschwächen. Unsere Sonne wurde durch den Venustransit etwa ein Promille abgeschwächt.
Das kann man nicht mit freien Augen nicht bemerken, dass es kein Sonnenfinsternis ist, aber mit genauer Fotometrie kann man so etwas machen. Und genau das Gleiche passiert eben bei Exoplaneten. Das ist hier in dieser Animation auf der rechten Seite ein bisschen angedeutet. Der Stern hat eine gewisse Helligkeit und im Transit, wenn er vorüberzieht, wird es zu einer Einsenkung kommen. Und diese Einsenkung ist natürlich direkt proportional dem Flächenverhältnis des Sterns zum Planeten. Ja? Also man kann da, wenn man den Sterndurchmesser kennt, sogar ausrechnen, wie groß ist der Planetendurchmesser. Klarerweise, weil es eine Fläche eben in proportional des Durchmessers abdeckt. Und viele Weltraumteleskope, alle, die so hochgenaue Fotometrie machen können, wie MOST, Corot, Kepler, TESS, haben solche Systeme untersucht, tausende gefunden, viele mehr werden folgen. Also es ist eine Reihe von anderen Weltraummissionen zurzeit tätig. Also wir sind jetzt beteiligt ganz konkret an der CHEOPS-Mission, die das macht. In absehbarer Zeit wird es eine Platon-Mission geben. Also ganz viele Weltraummissionen suchen genau solche Transits, um eben den Planeten, die Anzahl der Planeten und ihre Größe charakterisieren zu können. Weil welche Möglichkeit habe ich, wenn ich die Größe des Planeten kenne, zusätzlich zu seiner Masse? Die Masse gewinnt man ja aus der Radialgeschwindigkeitsmethode, die wird zuerst vorgestellt. Dann kann ich die mittlere Dichte des Planeten ableiten. Ich kann dann sagen, ist das ein Gasplanet, so wie der Jupiter, oder ist das ein Gesteinsplanet, so wie die Erde? Also wir können über Planeten dann natürlich deutlich mehr herausfinden. Also die Kombination liefert dann Masse, Radius und Dichte der Planeten. Das ist also schon sehr nahe am Suchen nach der zweiten Erde. Weil wir wollen ja vielleicht nicht einen Jupiter finden, sondern wir wollen vielleicht einen Gesteinsplaneten finden. Also da haben wir ganz, ganz viel gelernt. Reicht uns aber natürlich nicht. Wir wollen ja ein bisschen was auch über das Leben dort. Zur Erde gehört natürlich auch das Belebtsein oder zumindest die Bewohnbarkeit dazu. Und auch über das haben sich Leute Gedanken gemacht. Zum Beispiel Giordano Bruno war einer, der das für ganz normal gehalten hat. Und Kepler schreibt an einen seiner Mitarbeiter im November 1607, nach meiner Ansicht findet sich auf den Sternen auch Feuchtigkeit, daher auch lebendige Geschöpfe, denen diese Zustände zum Nutzen gereichen. Auch hat nicht nur der unglückliche Bruno, der wurde ja 1600 verbrannt, sondern auch der verehrte Brahe, der hat ihm ja seine Beobachtungen dem Kepler geliefert, die Ansicht gehegt, dass es auf den Sternen Bewohner gibt. Also um 1600 haben viele Leute ganz selbstverständlich angenommen, so wie vorher zum Beispiel auch Cusanus, dass die Sterne und die Planeten bewohnt sind. Das wird dann in einen Topf geworfen. Ne? Also mit Sternen meint man dann natürlich nicht, dass auf den Sonnen da was ist, sondern wenn es dort Planeten gibt, dann ist es ganz normal, dass diese Planeten bewohnt sind. Also eine Sache, die man oft, so würde ich sagen, dieser Zeit nicht zutrauen würde. Das heißt, wir wollen heute herausfinden, gibt es Planeten, die so ähnlich wie unsere Erde sind? Das heißt, wo die Masse in etwa passt, wo der Abstand in etwa passt. Und wir haben in den letzten Jahren das so weit bei unserer Messgenauigkeit getrieben, dass wir mehr und mehr Planeten gefunden haben, die kleinere Masse haben und die ein bisschen weiter weg vom Stern um den Stern kreisen. Ich habe gesagt, die ersten, die man am leichtesten findet, sind die in der Nähe des Sterns sind. Ja, die sind aber nicht bewohnbar. Also klar, die haben sehr hohe Oberflächentemperaturen, haben gar keine Oberfläche, weil sie Gasriesen sind. Wir sind interessiert ja an Planeten, die weiter weg sind und die kleiner sind. Ja? Und das ist schwierig, weil es eben da wackeln die Sterne weniger, die decken weniger vom Stern ab und sie decken auch seltener den Stern ab. Je weiter der Planet weg ist, desto seltener fliegt er vorüber. Das heißt, das Erste, was man jetzt so gefunden hat, sind jetzt sogenannte Supererden. Also Gesteinsplaneten, die in einem Abstand um den Gesterne kreisen, wo Wasser flüssig sein könnte, die aber eine
die also eine hohe Dichte haben, aber die mehrere Erdmassenmasse haben. Ja, die sind einfach nur größer. Und das sind halt so Beispiele. Ein Beispiel ist zum Beispiel das TRAPPIST-1-System, das ich hier angedeutet habe. Und hier ein bisschen vergleiche mit dem System der Erde. Hier diese Farbkodierung, die hier gegeben ist, um diesen kühlen Stern ist so gestaltet, dass rot bedeutet, da ist zu heiß, grün ist das Gebiet, wo flüssiges Wasser an der Oberfläche des Planeten sein kann und blau ist, ist zu kalt. Und wie Sie hier sehen, gibt es hier so zwei, drei Planeten E, F und G, die so weit von diesem Zentralstern entfernt sind, dass an ihrer Oberfläche Wasser sein könnte. Man weiß vom Wasser nichts, aber der Abstand ist der richtige. Es ist nicht verdampft und es ist nicht gefroren. Und das entspricht im Prinzip auch unserer irdischen Situation. Venus, Erde, Mars sind auch so etwa in dieser Zone. Die Erde halt mittendrin, Mars und Venus, je nach Entwicklungszustand der Sonne, die verändert ihre Leuchtkraft, am Rand dieser Zone. Das heißt, wir haben keine unähnliche Situation. Von den Dimensionen sind diese Systeme aber ganz anders. Der TRAPPIST ist ein ganz ein kühler Zwergstern. Das heißt, dieses Planetensystem ist viel kleiner. Also die Zone, wenn der Stern kühler ist, ist natürlich die Region, wo die richtige Temperatur ist, sehr viel näher dran am Stern. Aber das soll uns jetzt hier nicht verwirren. Darum ist es hier so eingezeichnet, dass man das 25-fach vergrößern muss. Also man hat jetzt schon eine schöne Zahl von Planeten gefunden, die den richtigen Abstand vom Planeten, vom Stern haben. Ja? Je länger wir diese Beobachtungen durchführen, desto mehr werden wir finden. Ja, also es gibt wirklich eine ganze Reihe von solchen Körpern, die in der lebensfreundlichen, habitablen Zone sind. Die Amerikaner nennen das die Goldilocks Zone. Das sind immer ein bisschen märchenhaft, diese Bezeichnungen. Und wie gesagt, das sind einige, zwei Dutzend in etwa von Planeten, wo wir jetzt sagen, dort gibt es das Potenzial für Bewohnbarkeit. Mehr können wir über diese Planeten jetzt irgendwo nicht sagen. Der nächste Schritt ist darüber mehr herauszufinden. Der nächste Schritt ist jetzt diese gefundenen Planeten nochmal zu untersuchen. Ja? Ihre Dichte haben wir schon bestimmt, ihre Masse haben wir bestimmt, aber wir wollen eigentlich wissen, haben sie eine Atmosphäre? Das ist eine ganz wichtige Sache. Gibt es da Atmosphäre? Wie ist die chemisch zusammengesetzt? Das ist natürlich etwas, was bei den Methoden, die ich zuerst angesprochen habe, unmöglich ist. Weil die Methoden, die ich zuerst angesprochen habe, sind Methoden, wo wir den Planeten gar nicht sehen. Das sind indirekte Methoden. Wir messen ja bei beiden Methoden eigentlich nur den Stern. Wir messen, ob der Stern seine Helligkeit ändert oder ob der Stern herumhüpft. Der Planet kommt da gar nicht vor bei der Messung. Der führt nur zu diesen Veränderungen. Ja? Das heißt, wir brauchen jetzt Methoden, die das wenige Planetenlicht, das wenige Licht, das vom Planeten kommt, ja, detektieren kann. Ja? Diese zwei anderen Methoden, da ist egal, wie hell der Planet ist. Ja? Wir wissen aber, Planeten sind nicht relativ zu den Sternen sehr, sehr schwach. Der Planet leuchtet ja nicht selbst. Der Planet reflektiert nur Sonnenlicht. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer, am Planeten direkt abzubilden. Und eine der Methoden, etwas über die Atmosphäre rauszufinden, ist, sich anzuschauen, ob das Sternenspektrum sich nicht nur bewegt, sondern ob auch da drin die chemischen Signaturen des Sterns selbst sich verändern. Warum kann so etwas der Planet machen? Schauen wir uns einmal an, die Skizze auf der linken unteren Seite. Wir haben also hier das Sternenlicht, das ist da gelb eingezeichnet, das Licht kommt von der linken Seite. Das Sternenlicht geht durch die Planetenatmosphäre durch, ja, und der Beobachter wäre jetzt auf der rechten Seite zu sehen. Und je nachdem, wie der Planet aufgebaut ist, wird ein Teil des Sternenlichtes bei diesen Bedeckungsvorgängen durch diese Atmosphäre gehen. Wenn die Atmosphäre sehr dünn ist, dann wird der Planet den Stern nur abschwächen. Ja? Wenn die Atmosphäre dichter ist, ja, dann wird ein Teil des Sternenlichts durch die Atmosphäre durchgehen und auf der anderen Seite rauskommen. Und auf diesem kurzen Weg
kann jetzt der Planet einzelne Lichtwellenlängen herausfiltern. Ja, das ist also die eine Möglichkeit, dass da etwas fehlt. Umgekehrt, wenn der Planet jetzt hinter dem Stern vorbeizieht und zum Vorschein auf der Seite wieder kommt, kann der Planet einen Teil des Sternenlichts reflektieren in unsere Richtung. Da kommt also zusätzlich etwas dazu. Wenn der Planet genau hinterm Stern ist, ja, schaut das Sternspektrum anders aus, als wenn der Planet neben den Stern steht und Sternenlicht leicht verändert reflektiert. Das heißt, was müssen wir machen? Das soll diese Grafik auf dem rechten oberen Bild andeuten. Wir beobachten den Stern. Wir sehen vom Planeten nicht wirklich etwas. Wir beobachten den Stern und den Planeten gemeinsam, machen ein Spektrum. Das soll das untere hier andeuten. Dann warten wir Zeit, bis der Planet hinterm Stern verschwindet. Ja? Dann haben wir im Prinzip nur den Stern alleine. Und wenn wir jetzt diese beiden Spektren voneinander subtrahieren und das ganz genau funktioniert, dann können wir daraus das Planetenspektrum ableiten. Dann können wir das so machen. Und so ähnlich geht auch die Methode, wenn der Planet davor vorüberzieht. Ich habe jetzt nur diese Verfinsterungsmethode gezeigt. In beiden Fällen geht es darum, man misst einmal den Stern mit Planet und einmal ohne Planet. Und dann kann man darauf hoffen, dass dieses Planetenspektrum zum Beispiel so ausschaut wie dieses Spektrum unserer Erde. Ja, mit charakteristischen Spektrallinien, die dann Aufschlüsse darüber geben, welche Moleküle in welchem Verhältnis in der Erdatmosphäre oder in der Planetenatmosphäre vorhanden sind. Wir sehen also da so charakteristische Fingerabdrücke, zum Beispiel vom Ozon, vom Wasser, vom CO2, vom CH4, dem Methan. Also verschiedene Moleküle sind in solchen Atmosphären zu finden und geben eben Aufschluss davon, wie diese Atmosphären zusammengesetzt sind. Naja, da würden Sie jetzt sagen, da geht aber noch nicht hervor, ob da irgendwas Lebendiges da ist. Sehr wohl geht daraus etwas vor. Sie alle kennen den Treibhauseffekt auf der Erde. Ja? Was ist denn verantwortlich für den Klimawandel? Ja? Eine Veränderung der Erdatmosphäre, insbesondere mit drei Molekülen, spielen da eine ganz große Rolle beim Klimawandel. Und zwar das CO2, das Methan und das Wasser. Also diese drei Moleküle sind die großen Treibhausmoleküle in unserer Erdatmosphäre, die sich gegenseitig verstärken. Also das CO2 führt zu einer leichten Erwärmung. Methan produzieren wir auch natürlich in jeder Menge aufgrund der Tierhaltung und der großen Sümpfe, der Reisfelder. Ist eine ganz starke Methanquelle. Und diese Erwärmung, die auch von diesen beiden Molekülen erzeugt wird, führt zu einer größeren Freisetzung von Wasser. Mehr Wasser geht in die Erdatmosphäre und führt dann letztlich zum Treibhauseffekt. Das Wasser ist eigentlich, blockiert die Wärmeabstrahlung sogar am stärksten. Das ist das stärkste Treibhausgas. Und genau solche Veränderungen können wir dann in Planetenatmosphären, so wie wir das beobachten können, auch feststellen. Gibt es dort biologische Prozesse, vielleicht auch jahreszeitlich variabel, die Zusammensetzung der Planetenatmosphäre verändern? Und man hat, wie gesagt, Wasser jetzt schon bei Planetenatmosphären zum Beispiel festgestellt, aber noch nicht bei kühlen Planetenatmosphären. Das hat man nur sehr heißen Wasserdampf, konnte man zum Beispiel feststellen. Noch spannender wären natürlich erste Bilder, ja? Dass man Planeten direkt abbilden kann. Das geht nur für jetzt nicht für die Planeten, die nah an den Sternen sind, sondern die weiter weg ist. Wenn man nicht vom Planeten Bilder machen kann, dann könnte man zum Beispiel auch jahreszeitliche Veränderungen feststellen. Dann könnte man das Bild des Planeten spektroskopisch direkt untersuchen und schauen, wie ist die Zusammensetzung der Atmosphäre. Also wir haben in den letzten Jahren, Sie sehen hier wirklich die Kepler-Bewegung um einen Stern, um HR8799 durch drei Planeten, eigentlich durch vier Planeten, die ihn umkreisen. Sie sehen sehr schön, der innere ist der schnellste, die äußere ein bisschen langsamer, die diesen umkreisen. In der Mitte ist der Stern durch eine Blende abgedeckt. Das ist ein sehr großes System. Sie haben unten 20 astronomische Einheiten. Also die Erde ist da kleiner als das gelbe Stern da drinnen, die Erdbahn. Wir sehen da quasi ein äußeres Sonnensystem.
Aber sehr wohl ist es der erste Schritt. Und mit den größer werdenden Teleskope, an denen wir gerade mitbauen, auch Österreich mitentwickelt, werden wir solche Bilder auch machen können in Systemen, die kleiner sind, wo man näher an den Stern ran muss. Wie groß diese Teleskope, die wir da gerade im Bau haben, das Extremely Large Teleskop, soll das extra für die Österreicher hergestellte Bild mit dem Stephansdom hier sehr schön visualisieren, also ein knapp 40 Meter durchmessendes Teleskop, sehr, sehr beeindruckend. Österreich liefert Instrumentensoftware dafür und auch andere Komponenten, und ich habe vor 2 Jahren auch die Baustelle schon besichtigt. Das sind wirklich Dimensionen, die ganz, ganz neu sind und die wirklich sich der habitablen Zone, der bewohnbaren Zone deutlich annähern werden. Erinnern wir uns zurück. Ich habe Ihnen gesagt, der Kepler hat ein bisschen Angst gehabt, hat diese Angst an Galileo auch artikuliert. Wenn du Galileo entdeckt hättest, dass um einen der Fixsterne Planeten kreisen, hätten auf mich bereits Ketten und Kerker gewartet. Ja? Hätte er das entdeckt. Wir haben genau das gemacht in den letzten Jahrzehnten. Wir haben viele, viele Planeten gefunden, die um andere Sterne kreisen. Entschuldigung, ich will zurückgehen. Viele Planeten gefunden, die um andere Sterne kreisen. Diese Angst von ihm war ganz berechtigt. Die Angst ist ein bisschen später schon deutlich geringer worden. Euler hat in seiner Theoria Motum ein Werk, das sich mit der Bahnbestimmung auch von Planeten und Kometenbahnen beschäftigt hat, schon ganz selbstverständlich angenommen, dass die Gesetze, die Methoden, die er beschreibt in seinem Werk für das Sonnensystem, ja, auch für die Sonnensysteme gibt, gilt, die in unserer Nachbarschaft sind. Also unser Sonnensystem mit Jupiter und Saturn und dem Mond ist umgeben von unendlich vielen Sonnensystemen. Und diese Titelseite der Theoria Motum von 1744 war geradezu hellsichtig, wenn wir uns das jetzt hier noch vergleichen mit einer der aktuelleren Zusammenstellungen der Fundstücke, die die Kepler-Mission geliefert hat. Eine unendliche Vielfalt von Planetensystemen in Formen, wie wir sie nie für möglich gehalten haben. Ich habe hier eine Zahl zu viel, habe ich gerade gesehen. Ich habe nachgeschaut, heute noch im 4. Quartal 2020 haben wir 4.887 Planeten gefunden, nicht der Vierer hinten gestrichen, die in 3.602 Planetensystemen herumkreisen. Das heißt, da gibt es viele Planetensysteme, wo wir mehrere Planeten gefunden haben. Also die Befürchtung, die Kepler gehabt oder gehabt hat, oder eher die Weitsicht gehabt hat, hat sich bestätigt. Und ich bin mir ganz sicher, so wird es in den nächsten Jahren weitergehen. Und wenn wir uns in ein paar Jahren wieder treffen, werden wir vielleicht auch schon die ersten Planeten auf ihre chemische Zusammensetzung untersucht haben. Vielen herzlichen Dank. Wenn du bitte, Franz, deine Bildschirmteilung zurückstellst. Okay, ja. Und dann bitte die Fragen direkt stellen, Mikrofon einschalten und direkt fragen. Ja, ich habe gleich eine Frage zum Herrn Brenger, den du erwähnt hast. Das war das ein Mitarbeiter vom Kepler? Ja. Und was hat er mit ihm sozusagen gemeinsam Beobachtungen. Der Kepler hat selbst ja nichts beobachtet. Er soll recht schlecht gesehen haben. Und der hat auch gerechnet und auch beobachtet ein bisschen, ja. War aber kein bedeutender Astronom, aber er hat sich mit Leuten ausgetauscht. Manche Dinge wurden da ausgesprochen, die man in den Büchern selbst so nicht findet. Ne? Und sind die Briefe halt recht interessant. Und die gibt es als gesammelte Werke, mehrfach publiziert, also das kann man sich auch ausleihen. Ist recht spannend drin zu schmökern. Ich finde generell Wissenschaftsbriefe oft interessanter als die Fachliteratur, wo man ja weiß, was rausgekommen ist. Dankeschön. Ich hätte eine Frage, wenn ich sie stellen darf. Der Herr Siegel. Ja, und zwar geht es da um Folgendes. Bitte, bei den beiden Methoden, die Sie vorgestellt haben, ist ja doch eine Voraussetzung, dass die Bahnebene des entsprechenden Planeten in Richtung Erde zeigt. Mhm. Genau. Und das ist ja an sich bei den riesigen Entfernungen ein äußerst unwahrscheinlicher Fall. Ne? Hat man jetzt irgendwie schon versucht, Abschätzungen zu machen, wie viele Sterne überhaupt einen Planeten haben? Ja, ja, also da haben Sie vollkommen recht. Natürlich kann man das aber sehr, sehr leicht statistisch sich überlegen. Ne? Also das ist jetzt, wäre hier nicht mathematisch ableiten.
Also wenn es jetzt keine bevorzugten Orientierungen im Raum gibt, ne? Also wenn man jetzt nicht annimmt, alle Planeten, Ebenen sind quasi in der Ebene der Milchstraße oder so, ne? Sondern wenn die einfach zufällig angeordnet sind, dann kann man aus dem Sterndurchmesser und dem Abstand des Planeten vom Stern leicht ausrechnen, welcher Winkel das ist und auch welcher Bruchteil des Großkreises das ist. Und da kann man also sehr gut extrapolieren, wie häufig Planeten sind. Ja, das ist die eine Methode, also da gibt es Schätzungen dazu. Und die andere Methode ist eine recht spannende indirekte. Und zwar, die ist fast noch die verlässlichere. Und zwar wissen wir heute von der Sternentstehung her, ist es so, dass Sterne eigentlich ohne Partner nicht entstehen können. Die werden nämlich bei der Kontraktion den Drehimpuls nicht los. Also der, man kann sich einfach vorstellen, der Stern kann sich nicht weiter zusammenziehen, ohne dass er Drehimpuls abgibt auf einen zweiten Körper oder auf mehrere Körper. Und so kann man einen indirekten Schluss machen. Man schaut einfach, wie viele Sterne sind Doppelsternsysteme. Ja? Die eine Methode sind nämlich Mehrfachsternsysteme, um den Drehimpuls loszuwerden, und die andere sind Planetensysteme. Ja? Und da ca. 50% der Sterne, das sind jetzt grobe Zahlen, Doppelstern- oder Mehrfachsternsysteme sind, ist die andere Hälfte mit Planeten.